Bilder irgendwann wieder unbeschädigt auftauchen. Tatort Oldenburg. Die Soko Schlogi ermittelt. Ja, es dreht sich um den Fall eines bewusstlos aufgefunden worden Mannes. Wir wissen leider noch nicht, was hier genau passiert ist. Der Mann ist ins Krankenhaus eingeliefert worden, bewusstlos wie gesagt. Und das Ermittlerteam ist jetzt dabei herauszufinden, was hier passiert ist. Sie haben das soweit mitgekriegt, was hier los ist. Ich weiß jetzt auch leider noch nicht ganz so viel. Grundsätzlich ist mal so, ich gehe mal davon aus, dass das nicht der erste Fall ist, den Sie bearbeiten. Ja. Bitte? Bei Ihnen ja. Aber die anderen haben schon Erfahrung. Nicht, aber Sie. Auch nicht. Aha. Okay, dann bin ich gespannt. So. Den Tatort untersuchen, Hinweise sammeln, den Fall lösen. Ein Drehverschluss von Abonorm verpackt steht drauf. Abonorm. Ja, der kann natürlich auch zufällig hier rumliegen, das weiß man halt immer nicht. Die frisch gebackenen Kommissare haben viel zu tun. Ja, das ist ganz interessant. Das ist nämlich ein Brief an Herrn Kaufmann von wohl Alexei. Der Stil passt auch ein bisschen zu dem Namen. Meine Geduld langsam am Ende. Sie zahlen mein Geld zurück oder ich mache Aktion. Sie werden nicht glücklich mehr. Haben Sie eine Leseschwäche, dann sollten Sie das vielleicht einem Kollegen geben. Ja, ich denke, auf geht's zum nächsten Zeugen. Sein Gepäck hat er vorher von einem Taxifahrer abholen lassen. Was sagt der uns? Da kommt ein Taxifahrer, holt sein Gepäck, aber stand da, der kam rein, hat es abgeholt und weg. Welches Taxiunternehmen war das? Das weiß ich nicht, wir sehen ja nicht auf der Straße. Mhm. Sie haben doch sicher eine Heimadresse von ihm aufgenommen, oder? Der kam aus dem Dresdner Raum. Ja, wir müssten mit Frau Schwertfeger sprechen. Können wir uns beim Schloss treffen? Wir würden da hinkommen. Das würde ich mir jetzt aber auch nicht aufhören. Ich muss ja nicht so mit einem Weihnachtsbärchen und solche Sachen halt aus. Ne, ist schön. Also kann man. Auch im Schloss erhalten die Freizeitpolizisten wichtige Informationen. Ich habe mich da angerufen und das hörte sich gut an. Er wollte den Kunsthandel und da bin ich auch noch. So, Kollegen, zurück zum Tatort. Okay. Sie stören hier aber schon die Ermittlungen. Ne? Die Kollegen müssen sich auch mal konzentrieren. Also machen Sie jetzt bitte Ihre Kamera aus und lassen Sie die Kollegen dort mal in Ruhe ihren Job machen. Also, der Fall wurde hervorragend gelöst. Unser Team hat den richtigen Täter ausfindig gemacht und diesen Fall aufgelöst. Leider können wir natürlich nicht verraten, wer hier der Täter ist, weil wir haben ja noch weitere Fälle vor uns. Und wir wollen den zukünftigen Ermittlern natürlich nicht den Spaß verderben. Von daher ein großes Bravo an das heutige Ermittlerteam und wir freuen uns auf die nächsten Ermittlerteams, die da noch kommen werden. Wie viele Leute haben bis jetzt an den Ermittlungen in Oldenburg teilgenommen? Also im letzten Jahr waren es circa 650 Teilnehmer in Oldenburg, die diesen und oder einen unserer anderen beiden Fälle gelöst haben. Und wie viele Städte sind da mittlerweile? Wir machen das derzeit in 4 Städten, unter anderem dann noch in Bremen, Hannover und Nürnberg und hatten da letztes Jahr ca. 2200 Teilnehmer insgesamt. Und wann wird der nächste Fall in Oldenburg gelöst werden müssen? Das ist eine gute Frage. Ich hoffe mal, dass wir dieses Jahr noch wieder einen neuen Fall herkriegen. Also irgendwas wird passieren, was genau weiß ich selber noch nicht, aber es wird irgendwas kommen, ja. Und diesmal mit Mord oder bewusstlos? Eigentlich spielt Mord immer eine zentrale Rolle. Bei allen 3 Fällen, die wir schon haben. Beim nächsten müssen wir mal sehen. Vielleicht auch. Vielleicht lassen wir auch ganz was anderes passieren. Mal gucken. Woher kommen denn die Schauspieler, die zum Beispiel die Zeugen sind? Ja, unsere Schauspieler, das sind erstmal alles Laiendarsteller. Also Leute wie du und ich. Die sind nicht ausgebildet oder so. Die kommen entweder durch Empfehlungen, dass sie das mal gehört haben von Freunden oder durch Kleinanzeigen oder auch Kunden, die einfach hängen bleiben, die das mal mitgemacht haben und gesagt haben, da habe ich auch mal Lust, auf der anderen Seite mitzuspielen.
Gab es denn auch schon mal irgendwelche lustigen Situationen, irgendwelche Besonderheiten? Ja, also es passiert immer irgendwas. Also es geht auch nie hundertprozentig glatt. Das Ganze hat sehr viel mit Improvisation zu tun. Wir haben oftmals auch schon Passanten gehabt, die eingreifen wollen. Wir haben in Bremen schon mal 2 Polizeieinsätze ausgelöst. Wir haben auch viele lustige Sachen, dass Passanten dann plötzlich befragt werden, die gar nichts damit zu tun haben. Ja? Also es passiert immer irgendwie was. Das ist immer ganz lustig. Und woher kommen die Fälle? Das sind also alles eigene Kreationen. Wir haben ja derzeit 3 Fälle. Die sind von mir geschrieben, beziehungsweise auch von einer meiner Darstellerinnen.